Heute bauen wir einen richtig coolen CSS Motion Pass Button. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um CSS bzw. dort um sogenannte Motion Pass. Das Ganze ist ziemlich cool. Wir werden ein Icon nehmen, was bei einem bestimmten Buttondruck einfach so ein bisschen durch die Gegend fliegt anhand eines Passes. Das Ganze ist ziemlich einfach. Ich werde euch einen Weg zeigen, das Ganze auch noch viel einfacher zu gestalten. Allerdings kann man das beliebig skalieren. Das heißt, hinterlasst einfach unter dem Video einen Kommentar. Falls ihr mal richtig komplexe Motion Pass Animationen sehen wollt oder machen wollt, dann überlege ich mir was und dann können wir das in Zukunft mal ausprobieren. Ansonsten, ja, fangen wir jetzt direkt an. Wenn ihr Fragen oder Probleme habt, wie immer, ganz oben in der Videobeschreibung Discord, join the Community, sagt Hallo, tauscht euch mit anderen aus. Ansonsten, ja, verliere keine Zeit und legen los. Viel Spaß, auf geht's. So, hier seht ihr auch schon das, was wir heute bauen werden, und zwar hier so ein Button mit so einem kleinen Icon drin, und wenn ich hier drauf drücke, dann fliegt dieses Icon weg und der Button verändert sich, und damit haben wir so ein klein bisschen so ein State-Management hier drin, ist auch nicht wirklich aufwendig, und ja, damit legen wir jetzt direkt los. So, los geht's mit unserem eigentlichen YouTube-Tutorial. Wie immer findet ihr meine Standard-Entwicklungsumgebung und heute das erste Mal ein neues Color-Theme. Beides ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, auch eine Live-Demo findet ihr auf CodePen, der Link dazu ist auch in der Videobeschreibung. Ansonsten haben wir hier in unserer Index.html nicht sonderlich viel. Wir haben hier einen Button. In diesem Button gibt es eine Klasse, beziehungsweise eine Klasse und eine ID mit jeweils Submit. Dann steht ein Text drin und ein kleines Icon. Das ist einfach in Assets verlinkt. Das ist dieser kleine Papierflieger, den man hier jetzt ganz schlecht sieht, weil es einfach noch, ja, weiß ist. Ansonsten haben wir eine Main.js, die ist gerade aktuell komplett leer, und eine Main.sass, da ist nur mein Boilerplate drin, wie immer. Ansonsten ist hier auch noch nicht wirklich etwas zu sehen. Und als erstes fangen wir jetzt mal an, unseren Button ein bisschen zu stylen. Hierzu sage ich jetzt hier einfach, unsere Klasse Submit wollen wir ansprechen. Hier sage ich als erstes einfach mal nach oben ein REM, nach links ein 2 REM, nach unten ein REM und nach rechts 2 REM. So, das heißt, wir haben jetzt ein bisschen Abstand geschafft. Außerdem sagen wir Border None, damit wir im Prinzip einfach keine Border haben bei unserem Button. Außerdem sage ich hier Background Color Prime, was heißt, ich sage, dass einfach mein Orangeton verwendet werden soll. Color ist White. Das heißt, wir wollen hier einfach eine weiße Schriftfarbe haben. Font Size natürlich, damit das alles ein bisschen größer ist, mit 2 REM. Und jetzt seht ihr schon, der Button hat sich schon ein bisschen positiv verändert. Außerdem sagen wir, wir wollen eine Weite von 20 REM und eine Höhe von 5 REM für unseren Button. Jetzt sehen wir schon, der Papierflieger ist gerade rausgeflogen. Das ist aber nicht weiter tragisch, weil der Rest kommt jetzt quasi alles. Und zwar müssen wir als erstes mal sagen, Display. Und zwar Flex, was heißt, wir wollen jetzt alle Schaltelemente mit Flexbox stylen und sagen hier einmal Justify Content Center, dann Align Items Center und Flex Direction Row. Was heißt, wir wollen, dass das alles in einer Reihe animiert wird bzw. dargestellt wird. Das funktioniert auch. Und das Letzte, was uns noch fehlt, ist hier unten einfach Border Radius einrem, sodass das abgerundete Ecken sind. Das können wir auch ein bisschen sortieren und schieben das mal oben mit zu Border. So, damit ist unser Element so gut wie fertig. Das Einzige, was uns noch fehlt, wir haben hier später eine Transition von unserem Button zu einer grünen Hintergrundfarbe und einer anderen Schriftfarbe. Das wollen wir natürlich animieren, deswegen einfach Transition All und dann 250 Millisekunden als Dauer. Damit haben wir unseren Button komplett fertig gestylt. Allerdings haben wir hier, wenn ich da drüber gehe, passiert noch nichts. Und dafür sagen wir jetzt einfach hier zwei zusätzliche States, die wir gerne ansprechen wollen. Und zwar einmal bei Hover und bei Focus wollen wir Outline None und Cursor Pointer setzen. Hier ist es ganz wichtig, Outline None zu verwenden, weil unser Icon aus unserem Button rausfliegt. Und wenn wir da drauf geklickt haben, würden wir sonst permanent um unser Icon so ein kleines Viereck sehen. Das wollen wir natürlich nicht. Das Ganze können wir jetzt so einfach lassen. Was uns jetzt noch fehlt, ist ein weiterer Zustand, und zwar neben Hover auch Done. Und wie schon gerade gesagt, wollen wir hier einfach nur die Schrift und die Hintergrundfarbe verändern. Dafür sage ich Color Second, das ist dieser dunkle Hintergrundton, und Background Color Green. Damit kriegen wir diesen Grünton. Wenn ich das Ganze speichere, passiert erstmal nichts. Wenn ich jetzt aber hier einfach mal in unseren Button die Klasse setze und abspeichere, dann müsste hier theoretisch eigentlich das jetzt verändert werden. Wenn ich das hier natürlich korrekt gesetzt hätte, jetzt funktioniert es, jetzt ist die Hintergrundfarbe korrekt gesetzt, was heißt, dann funktioniert wunderbar. Das Ganze speichern wir jetzt ab. Wir haben aber noch viel mehr Elemente. Einmal seht ihr, unser Icon ist viel zu groß aktuell. Das können wir ziemlich leicht anpassen, indem wir sagen, okay, alle Elemente in unserem Button, alle Image-Elemente, bekommen als erstes mal einen kleinen Abstand, und zwar nach links von 2 REM. Und bekommen eine Weite von 2,5 REM. Wenn wir das Ganze abspeichern, haben wir jetzt hier wunderbar unser kleines Icon drin.
Damit ist unser Icon eigentlich soweit fertig gestylt. Und jetzt kommen wir zum interessanten Part, nämlich dem ganzen Motion Path Elementen. Und als erstes gibt es hier ein Attribut, was wir setzen müssen. Und zwar unser Attribut, was wir hier nutzen wollen, ist Offset Path. Und hier gibt es ein Attribut, das nennt sich Path und das wollen wir nutzen. Aber das ist nicht alles. Was heißt, man kann viel, viel mehr verschiedene Sachen nutzen. Und das würde ich hier mal gerne zeigen. Man hat nämlich hier Offset Path, einfach None. Dann gibt es Ray, da kann man Functional Values nutzen. Man kann hier auch einfach Form nutzen, wie ein Circle oder halt unseren Path, den wir nutzen wollen. Und ihr habt dann eine ganze Menge Möglichkeiten. Aber wie genau setzt sich so ein Path zusammen? Wie kommt ihr an sowas? Prinzipiell wird es dazu in naher Zukunft ein Video geben, wo ich das alles mal erkläre in Bezug auf SVGs, aber es ist eigentlich mehr oder weniger das gleiche. M bedeutet einfach nur genau da setze den Stift und beginne zu zeichnen. Wenn ich jetzt hier beispielsweise 50-50 eintrage, dann rutscht das Icon einfach auf die Position 50-50 und ich kann dann mit M den Path irgendwo hin bewegen. Wenn ich zum Beispiel sage 150-150, dann passiert hier erstmal nichts, aber wir haben einen längeren Path gezeichnet und so können wir dann immer weitergehen. Aber es gibt eine viel einfachere Methode, das Ganze zu lösen, indem wir jetzt Illustrator öffnen. Hier sehen wir Illustrator. Es funktioniert mit ziemlich jedem Programm, was irgendwie Grafiken erstellen kann. Wir nehmen hierzu das Path-Werkzeug, gehen hier oben in die Ecke und in dem Moment ziehen wir uns einfach hier mal so eine Linie, wie uns unser Path halt gefällt. Zack, funktioniert wunderbar. Das Wichtige ist nur, dass wir hier unsere Linie möglichst weit oben hier in der rechten Ecke, in der linken Ecke anfangen, weil unser Path ja so nach oben rausgehen soll später und das unser Startpunkt ist. Das mehr müssen wir hier gar nicht machen. Wir gehen jetzt einfach auf Speichern unter und speichern das Ganze hier als SVG, drücken hier auf Speichern und wir müssen das gar nicht komplett abspeichern, sondern wir müssen bei Illustrator nur auf diesen Knopf hier drücken und in dem Moment kriegen wir hier so ein lustiges Fenster und hier drin ist ein Path, nämlich unser Path, den wir gerade erstellt haben und hier ist unser Attribut, was wir brauchen. Das kopieren wir uns jetzt mal raus, das hier können wir alles schließen und jetzt sind wir wieder in Visual Studio Code und können hier einfach unseren Path reinkopieren und wenn ich das jetzt mal mache, dann seht ihr, dass das Ganze so ein bisschen Offset hat. Was heißt, das sieht nicht so richtig aus und das liegt hier, weil wir hier nicht direkt bei den Nullwerten starten. Wir müssen das ein bisschen verändern, was heißt, wir sagen jetzt hier, wir müssen so ein Stück weiter runter, glaube ich. Was heißt, wir müssen, glaube ich, hier Richtung 9, beziehungsweise sagen wir erstmal, wir setzen das mal auf den Nullpunkt. Mal gucken, wo es hingeht. So nach oben, okay, das funktioniert nicht so gut. Sagen wir mal hier auf 5 und hier auf 5. Da, das sieht noch nicht richtig aus. Machen wir mal auf 8. Was heißt, wir müssen jetzt einfach die Koordinaten ein bisschen anpassen, so dass das aussieht, als wenn es wie vorher quasi unverändert ist. So, das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Wir könnten jetzt noch mehr damit rumspielen. Aber das ist quasi jetzt Offset Path. Wir haben jetzt einen Path hinterlegt, der liegt unsichtbar hier drin und wird etwa so verlaufen. Also der geht so ein bisschen hoch. Was wir jetzt machen, wir erstellen uns eine Animation. Und das machen wir ganz einfach, indem wir sagen Keyframes. Die Animation heißt Move. Und hier sagen wir als erstes Transform und hier Scale von 1. Das Ganze kopieren wir uns jetzt mal hier runter. Und sagen hier auf 0. Was heißt, wenn unsere Animation durchgeführt wird, dann startet die doch bitte bei der Größe 1 und ende bei der Größe 0, sodass der Papierflieger aussieht, als wenn er so im Nichts verschwindet und wegfliegt. Das nächste ist eigentlich das ziemlich coolere Attribut. Und zwar sagen wir hier Offset und Offset minus und dann Distance. So, und hier sagen wir 0%. Wenn wir das Ganze jetzt hier drin haben, können wir uns das Ganze einmal kopieren, hier unten nochmal einfügen, sagen hier 100% und jetzt können wir das nämlich anhand dieses Parses animieren. Und dazu sagen wir jetzt hier, wir wollen eine Animation hinzufügen mit dem Namen Move. Außerdem sagen wir, das Ganze soll 1000 Millisekunden dauern oder wir sagen einfach eine Sekunde. Dann haben wir hier Forwards und noch Ease In und Out. Das Ganze speichern wir jetzt ab und ihr seht, der Papierflieger fliegt so nach oben weg. Und jedes Mal, wenn ich jetzt das aktualisiere, fliegt der einmal kurz weg. Und das ist natürlich nicht ganz das, was wir wollen, sondern wir wollen, wenn man hier drauf drückt. Und das lösen wir genauso wie hier mit einer zusätzlichen Status unseres Buttons. Und zwar heißt dieser State Active. Und wenn Active ausgeführt wird, dann wollen wir quasi diese Animation unserem Icon übergeben. Das heißt, wir sagen jetzt hier oben, okay, nehmen hier unser Icon und füge dann bitte hier unsere Animation hinzu. Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern, passiert hier erstmal nichts mehr. Wenn ich jetzt aber von Anfang an unsere Active-Klasse hinzufüge, seht ihr, es wird wieder animiert. Das heißt, das funktioniert wunderbar. Damit sind wir in CSS fertig. Und jetzt kommt eigentlich der interessantere Teil mit JavaScript.
Als erstes, wie immer, brauchen wir in JavaScript in unserer main.js einfach nur erstmal unseren Button. Das ist einfach Submit und dann haben wir hier Document, Query Selector und dann Submit. Und das nächste, was wir brauchen, ist eine Funktion, die nenne ich einfach const submit form. Hier erwarten wir ein Event, was wir an diese Funktion übergeben und mehr erstmal nicht. Hier unten sage ich jetzt einfach submit. Und dann add event listener. Bei einem Klick auf den Button soll etwas passieren. Und was soll passieren? Wir sagen einfach submit form soll getriggert werden. Zack, speichern das Ganze ab und immer wenn wir jetzt auf unseren Button drücken, wird die Submit-Form getriggert. Das Ganze kopieren wir uns jetzt einmal und sagen hier, wenn etwas eintritt, nämlich wenn unser Event, beziehungsweise wenn ein negatives Event eintritt, und zwar Event, Target, Punkt, Class, List und dann Contains. Und hier sage ich Active. Was heißt, wenn unser Button Active contained, dann soll er bitte das Ganze nicht ausführen. Das ist einfach so ein Schutz, dass wenn wir hier drauf drücken, das wirklich nur einmal getriggert wird und nicht permanent. Das ist einfach ganz praktisch, sodass man nicht die Animation neu startet oder irgendwas Komisches macht. Das nächste, was wir machen, ist, wir fügen, wenn das nicht der Fall ist, was heißt, wenn Active noch nicht gesetzt wurde, dann fügen wir Active erstmal als Klasse hinzu. Sagen wir hier oben jetzt okay. Add ClassList und dann Add Active. Zack, fertig. Und das nächste, was wir machen, wir sagen set timeout. Aber warum setze ich hier jetzt einen Timeout? Was hat das für einen Sinn, dass wir jetzt hier unseren JavaScript-Code mit 1000 Millisekunden verzögern? Das hat den Grund, dass unsere Animation eine Sekunde dauert, also 1000 Millisekunden. Und sobald quasi die Animation abgeschlossen ist, dann wollen wir als erstes einfach mal unsere Active-Klasse removen. Außerdem wollen wir dann unsere Done-Klasse hinzufügen. Und wir wollen zusätzlich, neben dem, dass wir den State verändern, auch noch hier inner HTML unseren Text verändern und sage hier einfach dann. Und jetzt speichern wir das Ganze ab und in dem Moment ist das auch schon alles fertig. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, sollte es funktionieren. Und ihr seht, es funktioniert, er wird gesetzt und danach kann ich nicht mehr drauf drücken. Man könnte jetzt den Button auch noch zusätzlich einfach das Disabled-Attribut geben oder so etwas. Aber wenn ich das Ganze jetzt neu lade und hier drauf drücke, seht ihr, der Papierflieger fliegt einfach weg. Und das ist so die einfachste Implementierung eines Motion Path Animationsprozederes. Allerdings könnten wir da auch viel komplexer werden. Und wenn ihr da Bock drauf habt, wie gesagt, schreibt es unten in die Videokommentare. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten findet ihr dort auch jede Menge Social Netzwerke, wo ihr mich kontaktieren könnt. Oder einfach Affiliate-Partner, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß